Aber ganz gut auch. Entschuldigung. Kein Problem. Hi und willkommen zurück auf meinem Kanal Besser Urlauben. Ich bin dieses Mal nicht im Besser Urlauben Studio, ich bin hier am Frankfurter Flughafen. Es sind noch genau 2 Tage bis zu meinem Trip nach Uganda zu den Berggorillas. Und für diesen Trip benötige ich einen PCR-Test, einen negativen PCR-Test. Und ich zeige euch heute in diesem Video, wie genau der Ablauf ist, um an einen PCR-Test zu kommen und wo man die Teststation hier am Frankfurter Flughafen findet. Als erstes gibt ihr auf Google Sentogene Flughafen Frankfurt ein. Eigentlich heißt es ja Sentogene, ich sage immer Sentogene. Dann kommt ihr auf diese Seite hier. Hier könnt ihr auch die Sprache von Englisch auf Deutsch ändern. Und hier könnt ihr sogar sehen, ob es aktuell zu Wartezeiten kommen kann. Dann klickt ihr auf Test kaufen. Zuallererst müsst ihr euch registrieren. Hierzu benötigt ihr unter anderem eure Reisepassdaten plus ein Bild von der Vorderseite des Reisepasses. Das könnt ihr zum Beispiel im Handy machen. Wenn ihr euch erfolgreich registriert habt, kommt ihr automatisch in euer Profil. Dort habt ihr dann die Möglichkeit, auf Neuen Test bestellen zu klicken. Auf der nächsten Seite könnt ihr euren Test auswählen. Die Preise liegen zwischen ca. 59 Euro und 130 Euro. Bei der Variante für 130 Euro bekommt ihr zu 95% euer Testergebnis in den nächsten 6 Stunden. Beim Test für 79 Euro innerhalb der nächsten 12 Stunden. Und beim Test für 59 Euro kommt das Testergebnis innerhalb der nächsten 24 Stunden. Nach Abschluss des Kaufs bekommt ihr eine E-Mail mit 2 QR-Codes. Diese müsst ihr dann im Testsender vorzeigen. Ihr seid außerdem nicht fest an einen Termin gebunden. Ihr kauft sozusagen einen Gutschein und könnt euch testen lassen, wann ihr wollt. Ja, ich bin mit dem Auto hier angereist am Frankfurter Flughafen und habe im Square Parkhaus geparkt. Das ist ja am Flughafen hier relativ günstig und bin dann anschließend mit der Schwebebahn hier rüber gefahren und bin jetzt hier gerade im Square. Und ja, direkt hier über dem Fernbahnhof ist auch schon die Teststation von Sentogene. Aber wo genau, das zeige ich euch jetzt gleich. Bitte. Benjamin Grindelwald. Genau. Dritte Abteilung. Richtig, genau. Kaugummi und Bonbon haben Sie nicht. Nee. Haben Sie einen für mich? Das wäre nett. Nee. Ach so. Sie dürfen nicht die letzten 15 Minuten dürfen Sie nicht essen und trinken. Okay. Okay. Aufstellen. Bitte? Wollen Sie das Stativ aufstellen? Kann ich es so halten? Geht das? Ja, wenn Sie möchten. Okay. Ach so, ich komme von rechts. Das wird wahrscheinlich. Dann mache ich so. Okay, nehmen wir erstmal die Maske auf. Das wäre gut, ja. So, los geht's. Ist leicht unangenehm. Leicht unangenehm, okay. Ganz weit auf und da. Okay. Boah. Einmal, ne? Einmal ganz weit auf und ja. Entschuldigung. Kein Problem. Wir dürfen die Maske wieder auf. Hart. Ja, also ich habe jetzt wunder gedacht, wie lang das Video jetzt gehen wird, weil ich jetzt hier jede Menge Wartezeit habe. Es war genau das Gegenteil. Ich bin sofort dran gekommen, bin hier reingelaufen, sofort dran gekommen. Super. Also der Test selbst, ja, war ein bisschen unangenehm, aber das Wirken, das kann auch mal beim Zähneputzen passieren, wenn man zu tief mit der Zahnbürste reingeht. Ich fand es jetzt gar nicht so schlimm. Also habe es mir definitiv schlimmer vorgestellt, aber man kann es ertragen. Also seht ihr ja, ich lebe noch, ich bin gut drauf. Alles bestens. Jetzt nur noch hoffen, dass der Test negativ ist, dass ich nach Uganda fliegen kann. Genau. So easy ist es und schon hat man einen PCR-Test gemacht. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Besser Urlauben-Kanal. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.